Yo Leute, was geht? Flakes hier. Heute wird es, glaube ich, richtig spannend für euch und auch für mich, denn mir hat mal wieder ein Zuschauer auf Insta geschrieben und by the way, falls ihr mir noch nicht auf Insta folgt, mein Instagram ist jetzt hier eingeblendet, da könnt ihr mir gerne schreiben und auch folgen. Ich lese jede Nachricht, Leute, und dieser Zuschauer hat mir geschrieben, dass ihm seine Freunde immer sagen, dass sein OG-Account nur 10 Euro wert ist, obwohl da ein OG-Skin anscheinend drauf ist. Ich weiß natürlich nicht wirklich, ob das jetzt ein OG-Skin ist oder nicht. Deswegen schauen wir uns diesen Account heute genauer an und ich brauche auch eure Hilfe. Schreibt mal in die Kommentare, wie viel Wert hat dieser Account? Lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo, denn 73% von euch schauen meine Videos, aber haben meinen Kanal nicht abonniert. Deswegen lasst doch gerne jetzt ein Abo da und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem heutigen Video. Let's go! Und tragt auf Ehre meinen Creator-Code Flakes im Itemshop ein. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Also Leute, der Zuschauer macht es uns hier ein bisschen schwer, denn er hat den No-Skin ausgerüstet und nicht seinen OG-Skin anscheinend. Er ist erst Level 7, hat 121 Barren und 0 V-Bucks. Alles nichts Besonderes. Wir gehen mal auf den Itemshop, denn da habe ich schon wieder eine schlechte Nachricht für euch, Leute. Denn es ist wieder ein seltener Skin in den Shop gekommen. Und zwar der Riot-Skin war einfach 772 Tage nicht mehr im Shop, also fast 2 Jahre. Echt traurig, was da Epic Games macht. Also ich glaube, die bringen so langsam alle seltenen Skins wieder in den Shop und auch alle seltenen Tänze. Aber egal, ist halt einfach so. Wir gehen mal direkt auf die Karriere und gucken das Kontolevel an. Kontolevel 841. Nicht mal Kontolevel 1000? Finde ich jetzt ein bisschen komisch, Leute. Aber egal. Wir gehen mal auf das Profil und schauen mal, wie viele Siege der Junge hat. Er hat Solo 10 Siege, Duo 79 Siege und Team 86 Siege. Also überall nicht mal die 100 Siege erreicht. Insgesamt sind das knapp 200 Siege. Okay, ich glaube, ihr habt da alle mehr. Schreibt mal eure Siege in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch zum Spind, um was es auch in diesem Video geht, Leute. Wir sehen, er hat hier alles abgerüstet. Und wir gehen mal direkt auf die Banner, denn daran können wir sehen, ob das Ganze ein OG-Account ist oder nicht. Wir scrollen hier durch und suchen natürlich den OG Battle Bus Banner, Leute. Wir scrollen hier ganz, ganz langsam durch und ihr müsst eure Augen auch aufmachen, denn ich will hier nichts übersehen, denn der OG Battle Bus Banner ist eigentlich immer hier unten. Hier ist er jetzt leider nicht drauf. Das heißt, es wird immer und immer komischer, das Ganze. Wir wählen jetzt einfach mal dieses Lama hier aus, anwenden und schließen und gehen mal direkt zu den Musikschallplatten. Hier sehen wir direkt den OG Remix, aber er hat nicht so viele Musikschallplatten, was ich sehr, sehr komisch finde. Hier ist auch nicht original klassisch drauf und wir haben hier insgesamt auch nur 21 Stück am Start, aber egal, der OG Remix ist drauf, meine Lieblingsmusikschallplatte, die wählen wir direkt jetzt aus, ausrüsten, let's go, und jetzt kommen wir auch schon zu den Ladebildschirmen, da gehen wir jetzt auch ganz schnell durch, denn da kommen wir auch irgendwie ganz schnell durch, denn er hat auch nicht viele Ladebildschirme, insgesamt 126 Stück, geht klar, ist aber nicht krank viel, Leute, wir gucken jetzt einfach mal, ob Season 3 Ladebildschirme drauf sind, und es sind Season 3 Ladebildschirme auf jeden Fall drauf. Das heißt, er hat ein niedriges Kontolevel, hat aber schon in Season 3 gespielt. Okay. Okay, es wird immer verwirrender für mich, Leute. Ich weiß nicht wieso. Wir wählen einfach hier mal dieses pinke Ladebildschirm aus. Buntes Einhorn, ausrüsten, let's go. Dann kommen wir auch schon zu den Lackierungen. Hier hat er die Lackierung in komplett schwarz ausgerüstet. Wir gucken mal, was für Lackierungen hier drauf sind, ob hier animierte drauf sind. Ja, es sind sogar animierte Tarnungen drauf. Hier sind welche in Rot auch und in Schatten. Winkeländerung haben wir auch drauf. Das ist ein Paket, glaube ich, diese drei Stück. Aber dann haben wir auch noch Glibber und Dreieckslodern. Okay, wir sehen hier keine Magma-Lackierung, obwohl die sogar letztens im Shop war. Wir haben nur 38 Stück. Das ist jetzt auch komisch. Also hier ist nicht viel drauf. Also Bro, 10 Euro? Ich weiß nicht, Bro. Ich weiß echt nicht. Wir wählen mal hier diese pinke Tarnung aus. Die dunkle Winkeländerung. Die sieht mega nice aus. Auf alles anwenden. Und dann sieht das hier unten auch schon sehr, sehr schmackhaft aus, außer dass der OG-Busbanner fehlt. Okay, ich würde sagen, wir gehen zu den Kondensstreifen und checken mal ab. Oh, ich sehe schon direkt. Ich muss gar nichts abchecken. Wir haben hier die Flammen drauf. Die OG-Flammen sind drauf. Das
heißt, er hat Season 3 komplett durchgespielt. Season 2 wissen wir natürlich nicht. Alle sind es 44 Stück insgesamt. Wir gucken mal nochmal Season 3. Ja, hat er alle am Start und wir wählen natürlich hier die OG-Flammen aus. Let's go auf Ausrüsten und jetzt kommen wir auch schon zu den Emotes. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, Leute. Wir gucken mal, wie viele er insgesamt hat. Insgesamt 95 Stück. 95 Stück? Warte mal. Nochmal. Leute, wir müssen nochmal draufklicken. Insgesamt 95 Stück. Genauso wie der No-Skin hier gerade schaut, schaue ich gerade auch. Okay, ich habe hier jetzt echt mehr erwartet. 95 Stück. Wir gehen die einfach mal durch. Wir klicken drauf auf die Tänze und gucken mal, ob wir hier was Krasses sehen. Wir sehen hier auf jeden Fall einen Emote aus der Gaming-Reihe. Dann haben wir hier ganz viele Emotes aus der Ikonen-Reihe. Marvel-Reihe und Star-Wars-Reihe sind hier auch drauf. Wir haben auch den Kronen-Emote. Wir checken mal ab, ob er in Season 2 schon geschwitzt hat. Nein. Er hat auch in Season 2 noch keinen Kronensieg geholt, leider. Oh, wir haben hier aber einen sehr, sehr seltenen Emote. Den Brüll-Emote. Den kennen wahrscheinlich manche von euch gar nicht. Zieht euch das rein. Der macht da einfach so auf Dino. Der war schon mega, mega lange nicht im Shop. Holy moly. Wir haben hier auch beste Kumpel, sehe ich gerade. Das kann was werden, Leute. Wir haben hier auch den Küsschen-Emote. Ponyrit ist auch am Start. Ponyrit Nummer 2 und Ponyrit normal. Dann haben wir hier auch Niederlagen passieren. Ist auch sehr, sehr nice, Leute. Auch ein sehr seltener Emote. Ist schwer beschäftigt aus Season 6. Wir haben natürlich den Heulen-Emote. Okay, hier sind ganz viele Emotes drauf, die auch selten sind. Wir gehen mal auf die Favoriten und sehen schon, er hat einiges für Party Royale ausgerüstet. Aber sonst sehen wir... Oh, was ist das denn? Harmonische Einheit von... Warte mal. Was für ein Emote ist das? Ist das ein Exklusiv-Emote? Den habe ich selber nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, woher der ist. Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Und wir würden einfach mal hier Brüll-Emote auswählen. Let's go! Okay, es kann krank werden. Denn er hat den Loser-Dance am Start. Wartet mal, ich muss nochmal nachschauen. Season 1, ist hier was Seltenes drauf? Nee, leider nicht. Season 2, haben wir leider kein Zahnseide und auch nicht den Wurm. Okay, Season 2 Battle Pass scheint nicht drauf zu sein, Leute. Sehr, sehr schade. Dann kommen wir auch schon zu den Gleitern. Hier hat er den Regenschirm ausgerüstet. Aber ihr wisst ja alle, der Marco-Gleiter. Gerade wollte ich sagen, der Marco-Gleiter ist auf jeden Fall drauf, Leute. Season 1 Gleiter ist drauf. Der seltenste Gleiter im ganzen Spiel. Wir gucken mal, Season 2 hat er den Battle Pass nicht gekauft, aber... Er hat in Season 2 einen epischen geholt. Die Schneeflocke ist am Start. Wir gehen hier nach oben. Viel ist nicht drauf. Wir haben 3 Gleiter aus der Marvel-Reihe. 2 Gleiter aus der Star-Wars-Reihe. Dann haben wir auch hier den Season 3 Hängegleiter. Auftragskiller-Set ist am Start. Aber sonst sehe ich hier auf dem ersten Blick nichts Besonderes. Aber der Marco-Gleiter ist natürlich am Start. Wir gucken mal. Favoriten sind auch nur 2 Gleiter ausgerüstet. Die Schneeflocke und der Marco-Gleiter. Wir wählen natürlich den Marco-Gleiter aus. Aber Bro, dass deine Freunde sagen, dass dieser Account nur 10 Euro wert hat, das stimmt halt komplett nicht, Bro. Denn er hat den Marco-Gleiter. Er hat richtig viele seltene Emotes. OG-Flammen sind drauf. Ey, Bro, das Ganze ist schon mehr als 10 Euro wert. Das kannst du denen sagen. Zeig denen einfach dieses Video. Die sollen einfach gucken, was ich dazu sage. Bro, die labern einfach nur Scheiße, habe ich das Gefühl, Bro. Und du glaubst das Ganze auch noch. Glaub denen nicht, Bro. Wir gehen jetzt einfach mal auf die Spitzhacken und gucken mal, ob wir hier irgendwas krass Seltenes sehen. Wir sehen hier auf jeden Fall die Propellerhacke. Weiß nicht, ob die selten ist. Die passt auch irgendwie zum Area Assault Trooper oder zum Renegade Raider, weil die auch so auf Piloten-Style angelehnt sind. Wir gehen hier weiter nach oben, sehen hier aber nichts krass Seltenes, Leute. Wir sehen auf jeden Fall Bleistift HB aus Season 3, der zur Elite-Agentin passt. Dann haben wir die OG Black Widow Spitzhacken. Die feiere ich sehr. Die sehen richtig clean aus, Leute. Und dann gehen wir nach oben, sehen einige aus der Marvel-Reihe. Nichts Besonderes. Insgesamt haben wir hier 68 Spitzhacken. Ist sehr, sehr clean. Und wir wählen natürlich den Bleistift aus. Let's go auf Ausrüsten. Und jetzt kommen wir auch zu den Backblinks. Da scrolle ich für euch nur ganz langsam durch. Oh, das sind gar nicht so viele. Insgesamt 93 Stück. Fast die 100 Backblinks. Und dann würde ich auch sagen, wir wählen einfach hier, weil ich es kann, diese Gitarre aus. Let's go. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Skins, Leute. Darauf habt ihr alle gewartet. Wir klicken drauf und gehen jetzt von oben nach unten durch. Wir
wir sehen hier die Black Widow. Wir haben Winter Charlie am Start. Ganz viele aus der Marvel-Reihe. Let's go. Das gefällt vielen von euch. Dann haben wir hier den Carbide-Skin aus Season 4 komplett freigeschaltet. Wir gehen weiter. Sehen hier den John Wick. Okay, Season 3 Battle Pass ist komplett drauf. Wir haben hier auch den dunklen Reißenden am Start. Wir gehen hier weiter und sehen, glaube ich, einen seltenen Skin der Himmelsjäger. War, glaube ich, sehr lange nicht im Shop. Genauso wie Omega. Season 4 ist auch krank, krank selten. Denn der kommt nie wieder in den Shop, Leute. Aus Season 4 Battle Pass. Let's go. Wir scrollen hier weiter durch, Leute, und gucken, was wir hier noch am Start haben. Wir haben hier Wukong. Wir haben PlayStation Skins drauf. Der blaue Raser ist am Start. Abtrünniger Agent. War jetzt auch, glaube ich, lange nicht mehr im Shop. Aus Season 3. Wir haben die Elite-Agentin. Sehr, sehr nice, Leute. Gefällt mir. Wir haben hier nochmal zwei Astronauten-Skins. Wir haben den Tannenbaum-Skin. Charlie ist drauf. Bro, Alter, was will man mehr? Ich guck mal, insgesamt haben wir 108 Skins. Und du willst mir sagen, dass das Ganze nur 10 Euro wert ist? Yo! Warte mal, sehe ich da gerade richtig? Wir haben einfach den Fallschirm-Trooper drauf. Season 1 OG-Skin kommt nie wieder in den Shop. Was? Ey, komm, du wolltest mich, glaube ich, hops nehmen. Das kann doch nicht sein, dass du das ernst meinst. No way. Okay, wir haben den Area Soul Trooper drauf. Dann sehe ich auch hier einen sehr seltenen Item-Shop-Skin, den Instinct. Ich glaube, der ist sehr selten. Ich bin mir nicht sicher, ob die männliche Version selten ist oder die weibliche. Da bekomme ich langsam auch Knacks, Leute. Aber wir haben einen OG-Skin drauf. Bro, 10 von 10. Was soll ich dazu sagen? Insgesamt 108 Skins. Leute, lasst auf Ehre ein Like da und ein Abo. Und vergesst nicht den Wert dieses Accounts in die Kommentare zu schreiben. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, Leute. Ich küsse doch euer Herz. Euer Flakes. Ciao.